Hallo zusammen. Ja, weiter geht's. Wir haben ja letztes Mal im Halbschlaf angefangen, einen Tunnel zu bauen. Und den müssen wir natürlich nochmal fertig machen irgendwann. Und irgendwann ist heute. Ja, gucken wir mal. Wo waren wir denn hier eigentlich stehen geblieben? Wir waren ja eigentlich so weit, was den Tunnel generell so angeht, mehr oder weniger ja durch. Also zumindest von der Verbindung her. Ja, hier Treppe, genau, die haben wir auch gebaut. Den Bereich hatten wir hier auch gebaut. Genau, hier oben fehlt noch ein bisschen. Und dann machen wir heute einfach mal weiter, würde ich sagen. Kurz mal orientieren, was wir noch so an Sachen haben. Guck mal hier, die Treppen, die können wir eigentlich gleich noch verpflanzen. Wenn wir schon mal hier stehen. Hier unten. Zack, zack. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ja, ein paar Treppen brauchen wir noch. Guck mal, hier haben wir auch noch einen von, den kann man hier eigentlich auch gleich mal rein platzieren. So. Und ja, schauen wir mal, was wir so gemacht haben letztes Mal. Ne? So, erstmal müssen wir uns ein bisschen Steine besorgen. Das heißt, wir laufen einmal rüber, beziehungsweise hoch. So. Ach ja, und Schilder so von wegen, wo was ist, da wollten wir ja auch nochmal gucken, ne? So, aber erstmal müssen wir schauen, irgendwo haben wir doch bestimmt mal ein bisschen Stein abgelegt, oder? Na ja, gut, die hier kann man... Die eigentlich zu irgendwas machen? Nein. Ja. Da brauchst du wahrscheinlich die Gegenstücke zu. Die wir natürlich nicht haben, aber guck mal hier, die kann man... Da kann man wieder welche draus machen, dann haben wir schon mal ein paar von den Dingern da. So. Hat sich total gelohnt. Das Ganze. Ah, ne, die Treppen, die brauchen wir noch. So an Inseln. So, das ist auch irgendwie Müll. Da ist auch nur Müll. Wir brauchen Stein. Wir brauchen Stein. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Müssen wir echt Steine machen, oder was? Ja, gut, dann machen wir erstmal Steine. Währenddessen können wir mal eben schauen. Wir haben natürlich nichts irgendwie. Na, dann können wir die Kohle von hier. Gucken wir mal hier. Hier rein tun. Die tun wir hier wieder rein. So. Wir müssen aber eben mal ganz kurz rübergehen und eine Axt besorgen. Ups. So. Das ist nämlich nicht so gut. Wir brauchen Werkzeug. Haben wir eventuell sogar noch Werkzeug? Ja, wir haben sogar noch Werkzeug. Die reichen natürlich nicht, die Axt. Das heißt, wir gehen mal hier eben ein bisschen... Ja, komm, wir machen... Wir machen mal eben. Haben wir natürlich alles irgendwie drüben schon, ne? Wir haben alles drüben. Das heißt, wir haben drei davon. Wir haben Cobblestone und alles drüben. Das heißt, wir gehen einfach wieder rüber. Wieso haben wir eigentlich keine Axt mehr? Oder bin ich nur wieder hier El Blindo? Nee. Tatsächlich keine Axt. Na gut, dann müssen wir eben kurz uns eine machen. Eigentlich wollten wir ja einen Tunnel bauen, jetzt machen wir Äxte hier. Das ist auch schön. Ach, guck mal hier, wir haben sogar noch Form, das passt ja wunderbar. Und wir haben sogar noch hiervon. Da. Das heißt... So. Und hier ist natürlich unsere Wasserquelle. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So, und zack, und zack, und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Die kommen jetzt einfach kurz in den anderen Ofen. So, gut, dann... Ja, die lassen wir eben noch brennen. Dann gehen wir nämlich gleich einmal kurz zur Baumfarm und gucken mal so ein bisschen, dass wir da einfach nochmal einmal ernten. Dass wir unsere Kisten mal so langsam füllen.
So. Wieder 100 Grad draußen. Sehr schön. So, einer ist durch, ne? Gut, das braucht natürlich immer eine Weile. Mal hier schon mal gucken, so. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein bisschen was. Ups. Nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir auch mal mit. Dann haben wir Cobblestone. Ja, wir gucken gleich mal. So, machen wir hier auch mal eben kurz. So. Und das Fauchen von den Öfen nicht die ganze Zeit in Stereo, auch schön. So. Du bist durch, sehr gut. Machen wir hier nämlich schön. Eine Axt. Und das ist auch tatsächlich eine Axt. Und dies hier ist keine Axt, dies ist eine Spitzhack. Nur um das mal klarzustellen. So. Und mit der echten Axt, da gehen wir jetzt mal hoch zur Baumfarm und gehen mal kurz Bäume fällen. Warte, wir können eigentlich auch die andere hier schon mal benutzen. Dann machen wir die erstmal leer. Ja. Zack. 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 Na komm. Na komm. Und einmal warten, bis abgebaut ist, ne? Mal hier. Ich habe immer noch Angst, dass hier irgendwann mal die halbe Baumfarm abgebaut wird. So. Und weiter geht's. Zack. 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 Kann man nicht eigentlich auch dann weiterschleichen? Und hier dann einfach. Zack. 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 Weil bleiben hier Dinge aktiv, aber die sind dann wahrscheinlich. Doch, guck mal hier, wenn man hingeht. Ja. Oh, Inventar ist wieder voll. Ja gut, wir können gleich ja eigentlich mal ein bisschen in die Kiste schmeißen. So. Weg, 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 weg. Da braucht man ja eigentlich auch keine Doppelkiste, ne? Aber gut, die haben wir hier hingebaut, weil wir sonst irgendwie darunter die Technik nicht verstecken können. So, und weiter geht's. Zack, 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 zack. Schon mal gemütlich rüberschleichen. Ich denke mal, der Stein ist inzwischen gebrannt. Und das Inventar wird wieder voll, ich sehe da schon. So, ja, gucken wir mal kurz ein bisschen Platz hier. Ja, sieht doch gut aus. Und hier auch nochmal. Zack, 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 zack. Zack, zack. Gucken wir mal, ob wir tatsächlich alles irgendwie mit einmal schleichen wegbekommen. Aua, ich muss gleich essen. Auf jeden Fall müssen wir das alles ins Inventar schmeißen, sonst ist nämlich hier gleich alles voll. Oh, ist schon alles voll. Haha, verdammt. Aber er hat alle Bäume weggeholt, das ist gut. So, hier. So, dann weggeschmissen in die Kiste damit. Zack. So. Die Setzlinge, die brauchen wir natürlich gleich, um wieder aufzuforsten. So. So. Na, komm. So, und rein damit. Und dann sammeln wir hier natürlich auch noch eben wieder ein. Ist natürlich alles irgendwie per Hand einsammeln, nicht so geil, aber... müssen wir durch. Komm. Dann verbringen wir jetzt die halbe Folge wieder damit, irgendwie an der Baumfarm rumzubasteln. Ich sehe das schon. Ah, wir kommen hier echt zu nix.
Aber ich habe mal eine Checkliste gemacht für alle Fälle, dass wir wissen, was noch zu tun ist. Na, und immer wenn dann irgendwas fertig ist, davon kann man es dann wegstreichen. Und wenn wir uns was Neues ausdenken, dann werden wir es der Checkliste hinzufügen. Mhm. ergänzt ihr die Checkliste und wir gucken mal, bis wir dann alles abgearbeitet haben. Und wenn die Checkliste irgendwann leer ist, dann sind wir fertig. Da müssen wir dann uns was Neues überlegen, was wir dann machen. Aber erst machen wir noch ein bisschen. So. Zack. Na, da war ja wohl nichts hier. Ja. So. So. Gleich kommen wir runter in die Höhle und in die Höhle, in den Gang und weiterbauen. Ich mache das ja hier nur, um die Zeit irgendwie so ein bisschen zu vertrödeln. So. Und der Rest. Zack, zack, zack. Kommt auch rein. Gut, da ist nichts weiter drin. So. Können ja mal gucken hier. Big Truhe. Wo ist das Zeug? Wo? Guck mal, da ist ein bisschen was drin. Da ist ein bisschen was drin. Ach, das ist doch scheiße. Da ist ein bisschen. Guck mal, da sind Blätter drin. Hm, naja. Zack. Nehmen wir mal den Gang hier, wir haben ihn ja. Da kann man dann auch mal durchlaufen entspannt. Und hier, das ist die Decke, da müssen wir noch die Meselampen reinmachen. Ich habe übrigens überlegt, jetzt haben wir hier diese Plättchen drin. Die sind ja direkt irgendwie an der Unterkante. Ich glaube, das wird tatsächlich ein bisschen geiler aussehen, wenn die hier so ein bisschen höher wären, als eben ja hier die untere. Das heißt also, statt Plättchen müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie diese etwas höheren Slabs nehmen, die wir auch für die Wände benutzen teilweise, dass da so ein kleiner Absatz drin ist. Ja, also, ich glaube, das wäre ganz cool. Machen wir dann aber, wenn wir die Gänge jetzt fertig haben, da kann man dann immer noch mal gucken. So. Schmeißen wir noch mal Cobblestone rein? Ich glaube, ja. Wir werden eh nicht drumherum kommen. Guck mal, hier haben wir noch einen Stack. Weil so viele Steinplatten, die wir hier brauchen. Da werden wir noch ein bisschen was zu tun haben. So. Zack, zack. 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 So. 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 Na komm, so. Und den Rest nehmen wir erstmal wieder mit rein. Gut, dann hier unten. Weiter geht's. Einmal rum. Ah, dieser lange, 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 lange Gang hier mit dieser ewig langen Wand, ne? Also. Schauen wir mal. So, weiter geht's. Zack. Gut, hier oben, der Teil ist auf jeden Fall schon mal fertig. Das ist schon mal schön. Muss man natürlich hier irgendwie die Wand noch ein bisschen verschönern. Ist natürlich irgendwie so asig dunkel hier. So, machen wir kurz mal ein bisschen Licht. Und jetzt wird es draußen natürlich gerade nochmal wieder richtig hell. Alles klar. Vielleicht tatsächlich mal was besorgen zum Verdunkeln. So Vorhang oder so. Ach ja, schauen wir mal. So. Hier können wir zumachen.
Da können wir zumachen. Muss natürlich gleich dann die Treppen noch bauen. Und dann haben wir hier diesen Abstieg auch schon mal fertig. Mit dem Licht, da müssen wir gleich mal gucken, ob das nicht vielleicht zu weit ist, dieser Treppengang. Aber da können wir dann im Zweifelsfall hier auch an der Seite irgendwie Licht verstecken. Oder wir machen einfach Licht hier drunter, das wird natürlich auch gehen. Warte mal, wir machen das mal eben einfach. Und zwar hier. So, 1, 2 hier. 1, 2 und hier ist dann wieder, okay. Das heißt, Plättchen rein. Plättchen rein. Und dann haben wir nämlich schön Treppe drauf. Da sieht man nichts von und es ist trotzdem hell. Und es ist halt auch in 2er Abständen und von daher passt das dann auch schon. Ah, man sieht halt so ein bisschen das hier durchschimmern, aber das ist schon okay. So, wir brauchen auf jeden Fall hier ein paar von. Kann man nämlich mal schön ein bisschen Treppe machen. Zack. Zack. Der, naja gut. So, zack, 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 zack. So, der Abstieg hier ist schon mal gut. Muss hier die Wand noch eben vervollständigen. So. So. Ups. Hier. Könnte natürlich auch das Licht hier oben drin verstecken, ne? Naja, egal. So, zack. Und dann, da muss Cobblestone rein. So. Und die guten Steinfliesen, die kommen selbstverständlich nur dahin, wo man sie sehen kann. Wir wollen ja hier nichts verschwenden. An den wertvollen Ressourcen. So. Guck mal hier, Abstieg, Aufstieg. Fertig, so. Und es geht sogar von der Helligkeit her, auch wenn es draußen gerade ein bisschen noch heller ist. So, hier, Wand. Ja. Wir müssen ja eigentlich sogar hinten noch hin zu dem, zu dem Turm. Lass hier erstmal auf. Wahrscheinlich mache ich es nachher dann einfach zu, aber erstmal lasse ich es auf. Ja, und wir brauchen ein bisschen hiervon. Ist krass, wie viel Material drauf geht, ne? Müssen gleich schon wieder Steine machen. Aber gut, dass wir noch ein paar gebrannt haben. So. Na gut. Dann gehen wir wieder hoch. Und dann holen wir Steine. Und dann machen wir weiter, ne? La 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 la. Kannst du einhändig spielen. also dieser lange Gang, der ist echt nicht optimal. Was man natürlich machen könnte. Es wäre dann aber schon sehr absurd, dass man hier so eine Minecart-Strecke baut. Ja, von da bis da hinten und dann hast du da einen Minecart und dann drückst du auf den Knopf, irgendwie je nachdem, auf welcher Seite du stehst. Und wenn das Minecart am Rand steht, wird es dann losgeschubst und fährt dann einmal rüber zur anderen Seite. Steigst du ein und kannst dann gemütlich rüberfahren und musst dann nicht laufen. Wenn das denn so funktioniert, ist natürlich nochmal die andere Frage. Aber dann hätten wir diesen langen Gang nicht irgendwie, den wir permanent laufen müssen, weil das dauert ja dann doch schon eine Weile. Ja. Dann haben wir das und dann machen wir kurz mal hier. Wir brauchen ja noch
ein bisschen mehr Cobblestone. Das heißt, zack, und dann brauchen wir 8 Stacks Cobblestone. Die kriegen wir natürlich nicht mehr. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir nämlich mal ordentlich hiervon, weil brauchen werden wir ja sowieso. Und ob wir sie jetzt sofort gebrauchen oder ob wir sie später gebrauchen, das ist dann auch erstmal egal. Ich sehe nur, das Inventar ist wieder voll. Hilfe, egal. Wir bauen jetzt erstmal damit. Können halt nur das Inventar nicht benutzen, weil hier jetzt am Mauszeiger der Stack noch dran hängt. Aber gut, wir nehmen das mal so. Wir können ja hier durch. So. Ich glaube, diese Minecart-Strecke wäre echt eine geile Idee. Ich weiß halt nur nicht, ob es denn so funktioniert. Mal gucken, naja. So, aber erstmal diesen langen Gang hier weiterbauen. Beziehungsweise das wird dann ja bis hier wahrscheinlich irgendwie gehen oder so. Dann steigt man aus und dann kann man runterlaufen und dann geht es dann entsprechend weiter. Genau, jetzt müssen wir natürlich erstmal die Wände machen, weil wir Platz für einen Stack brauchen. Aber ich denke, das sollten wir hinkriegen. Machen wir erst einmal Wände und Decken. Dann packen wir den Stack weg und dann können wir uns was anderes mal nehmen und dann können wir den Boden bauen. So, ist doch schön. So, Decke noch. Ah, gut. Decke war ja schon fast fertig. So, jetzt kann man nämlich den Stack ablegen. So. Und dann können wir eigentlich gar nichts machen, da das Inventar hier immer noch komplett voll ist. Das... Wir schmeißen das mal eben raus. Ich würde nämlich ganz gerne einmal einen von den Stacks hier verarbeiten. Dass wir hier ein bisschen Boden machen können. Und den Rest, den nehmen wir uns dann gleich. So. Klopf, 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 klopf. Und es passt immer noch nicht. Gut. Ach, guck mal, hier wäre sogar noch ein bisschen Decke gewesen. Machen wir hier auch nochmal eben ein bisschen Decke fertig. Ja, genau, so. So, und dann nehmen wir nämlich hier den Kram erstmal ins Inventar. Dann können wir nämlich hier den ganzen Kram wieder mitnehmen. So, guck mal, hier ist auch noch Decke unvollständig. Das heißt, da müssen wir hier auch natürlich auch nochmal irgendwie ein bisschen Decke bauen. Gut. So, Gang ist fertig und ich glaube, hier machen wir tatsächlich zu. Ups. Da machen wir. Ich bringe erstmal Zeug weg. So geht das nicht. Na, guck mal, hier müssen auch noch Dinge und Zeug gemacht werden. Vor allem muss hier oben zugemacht werden. Da war der Dings, ne? Da war hier die andere Seite. Genau, das war hier. Wollten wir da eigentlich einen Gang nach unten bauen, oder? Hatte ich gesagt, wir machen hier eine Treppe rein? Ich meine, wir können. Ja, also. Ja, da ist... ich glaube, wir machen das zu. Was auch immer da mal der Plan war, wir machen das zu und lassen das zu und bauen von unten dann alles ordentlich. So.
Kann man nämlich hier Kobbelkiste wieder auffüllen. Möbel und Objekte. Die brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr. Naja, gut, das wäre eigentlich Steinzeug, ne? Ja, das wäre Steinzeug. Guck mal, dann machen wir nämlich hier Steinzeug. Steinzeug, Steinzeug, Steinzeug. Das kommt hier rein. Ach, guck mal, hier wird sogar noch ein... Na gut. Und dann davon, Slabs. Ja, komm, wir machen da mal eben einen Stein draus. So. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg, das kommt weg. Kies kommt weg, Erde kommt weg. Das kommt hiermit zu. Glas haben wir hier Dings. Kommt hier mit rein. Sand auch, klar. Die Holzzeug, die Stöcker können weg. Bei den einen, den nehmen wir uns hier mal mit. Dann machen wir eben ganz kurz eine Fackel draus. Beziehungsweise vier. So. Zack, zack, zack. Dann kommt das hier weg. Brauchen wir auch nicht mehr. Oh, guck mal hier, genau 100. Das ist auch gut aufgegangen. So. Dann machen wir hier mal kurz ein bisschen. Ja, das Schwert brauchen wir gerade eigentlich auch nicht, ne? Tun das mal damit rein. Dann kommt das hier hin, die Axt. So, das so. Das Futter, da haben wir auch genug von. Ist das Öko-Kram? Ne, das ist oben in einer Futterkiste, ne? So. Ne, Futterkiste. Und, das Eisen, das kommt in Dings rein. Ah. Ach ne, guck mal, wir tun es einfach erstmal hier rein. Genauso wie die Kohle wieder in die Öfen kommt. Zack. Nein. Da, so. Okay, ja, guck mal hier, dann haben wir nämlich hier so. Und dann kommen wir nämlich hier im Herrenhaus. Kommen wir hier unten mal gucken, dass wir die Wände mal weiter bauen. Habe ich natürlich alles Füllmaterial gerade schön weggetan, ne? Machen wir hier unten erstmal. Und jetzt habe ich das auch weggetan. Ich bin ja auch ein Idiot, ey. Was läuft hier für eine Scheiße, ey? Was für eine Scheiße ist das hier? So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Fackel rein und dann irgendwann Gitter davor. Machen wir hier genauso. So, naja, so nicht. So. So. Fackel rein, Fackel rein. Ja, und dann machen wir nämlich... Wir haben das auch schon mal gebaut, oder? Na, gucken wir mal. Nachbar wieder am Pfeifen draußen. Alle bekloppt. Alle bekloppt. So. Und hier natürlich noch irgendwie schön. Zack, zack. Zack, zack. So, jetzt müssen wir nämlich mal schauen. Wir gehen hier einfach ein bisschen nach oben. Uns auch nicht zu übertrieben haben hier. Also hier kommt auf jeden Fall... Hier ist Wand. So. Zack. Und dann kommt dann da eben
Das war jetzt ein bisschen viel. So, wir machen kurz mal so und dann machen wir nämlich hier schön dazu. So, und dann nehmen wir jetzt nur mal die raus. Oh, was ist, wenn das so hell ist draußen, echt schwierig. Oh. Und wenn man die bauen kann, ist es auch schwierig. Okay, so. Zack. Dann machen wir hier drumherum einmal ordentlich. So, so. Bester Let's Player ever. Guck mal hier. Na, genau. Ich sollte das einfach sein lassen. So, jetzt kommt hier. Da kommt auch eine rein. Ah, hier ist jetzt einer mehr als unten. Unten sind es ja zwei nebeneinander, hier sind es ja drei. Ja, komm. Naja gut, das wird aber hier wieder nicht passen. Na, man müsste halt, wenn man jetzt noch einen reingehen würde, dann wäre hier halt eine Zweierkante und dann eine... Nee, wir lassen das mal so, das ist schon okay. Hier oben ist es dann halt ein bisschen anders. So. Dann der weg, der rein. Keine Fackeln mehr. Hm. Hier ist noch eine. So. Dann machen wir hier auch einmal schön. Und dann machen wir hier wieder zu. So ist doch fein. Allerliebst. Allerliebst. Naja, geht so. Hm. Oh, hier. Das ist dann halt von beiden Seiten so. Das ist natürlich die Frage, machen wir hier einfach irgendwo hier einen hin oder was? Reicht da einer oder machen wir da zwei? Ich glaube, wir machen da zwei, oder? Machen wir hier wieder zu. Hier und hier. Was ist denn hier? 1, 2, 3. Das sind 4. 2, 3. Guck mal, hier sind 3, ne? 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, passt doch. Wunderbar. Und hier sind es 2. Na gut. Bisschen Schwund ist immer, aber so machen wir das. So. Natürlich keine Fackeln und nix und gar nichts, aber alles wie im Wahn weggeschmissen haben. Ach guck mal, hier sind immer zwei in den Ecken. Naja gut. Haben wir hier eigentlich noch? Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle. Nehmen mal die mit. So. Und ein paar Stöcke. Stöcke brauchen wir. So, 16 Fackeln. Ich denke mal, das wird reichen. Hier wollen wir hin. Da. 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 So. Haben wir von den Dingern. Na gut, wir haben noch ein bisschen was. So, jetzt machen wir hier drumherum einmal hübsch. Hier auch, so. Hier auch, so. Und hier ebenso. Jo.
So. So, und hier zack, zack, zack. Und hier oben so deckenmäßig. Da müssen wir ja auch noch was tun. Fangen wir dann hier an, oder wo war das? Ne? Guck mal, wir machen immer hier einen. Dann machen wir hier einen. Nee. Das sind so die alten Gemäuer, die sind so ein bisschen großzügiger. Das heißt, wir machen hier. Hier. Das ist alles ein bisschen größer, dann stößt sich nicht so schnell in den Kopf. Und hier unten wären wir dann hier. Oder wie? Oder was? Oder wieder was? Ja, so wären wir, ne? Das ist so eigentlich eine vernünftige Höhe. Ja, nicht diese engen Gänge hier. So, okay, gut. Hier müssen wir mal gucken. Hier haben wir ja das nicht so wirklich. Sondern wir haben hier schön einen Durchgang. Und der wird... Wird der weitergezogen? Ich glaube, den ziehen wir weiter, oder? Ja. Den ziehen wir weiter bis zum Ende. Ups. Aber richtig rum. Beziehungsweise falsch rum. Je nachdem, wie man sieht. Und der geht halt einfach dann hier auf beiden Seiten bis zum Ende durch. Und dann ist das schön. Ja. Kommst natürlich nicht mehr ran vernünftig. So. Und das geht dann einfach hier zu und bleibt hier offen. Beziehungsweise machen wir mal so. Dann machen wir hier so ein Ding rein und dann hat man hier bei einer. Das ist, ich glaube, das ist okay so. Gucken wir mal, ob wir mit dem, was wir haben, hinkommen. Ich glaube ja eher nein. So. Dann brauchen wir zweimal Treppe. Kriegen wir natürlich ein bisschen mehr, aber gut, okay. Zack, zack. Und, ja gut, hier ist soweit durch. Das heißt, da machen wir dann hier zu. Und wir brauchen auf jeden Fall hier ein bisschen Füllmaterial. So. Wir füllen uns mal alles ganz fest mit Cobblestone aus. Hier kommt auch Cobblestone. Irgendwie könnte man diesen unteren Bereich hier ja doch für irgendwas nutzen. Aber das ist hier so außenwandmäßig alles so ein bisschen schwierig. Ja, wir machen das einfach zu. Wir machen es einfach zu. Und dann ist das gut. So. Wobei da wahrscheinlich der Cobblestone nicht für reichen wird. Ja, dunkel. Hö, dunkel hier. So. Muss alles seine Ordnung haben. Ja, Cobblestone reicht doch so. Okay, da. Aua. Da. Habe ich natürlich genau diesen einen hier unten, den ich haben wollte. So. Da. Nein. Kommt man da ran oder kommt man ran? Kommt man nicht ran, okay. So. Ja, schon finster, ne? Schon finster. Es müsste alles ein bisschen schöner und heller sein. Das heißt, wir machen da oben nochmal auf. Und
machen hier nämlich ganz dreist, so. Und dann machen wir, da wir natürlich nichts davon haben, müssen wir es holen. Dann machen wir einfach eine Reihe Glas rein. Also Glow Glass. Und dann haben wir das Labs davor. Eventuell. Gucken wir mal, wie das aussieht. Da, die Kiste. Haben wir sogar noch welche von... Und 100 Stück sollten auf jeden Fall ausreichend sein. So, da machen wir... Hier ist auch ein Slab, ne? Ja, das ist auch ein Slab. Ja, guck mal, da machen wir einfach Slabs und dann haben wir hier oben nämlich schön Licht. So, und dann haben wir nämlich hier schön ein paar Slabs. Und wenn wir den Cobblestone wegmachen... Na, wir gucken mal. Och nö, geht. Gut, dann... Hier schön zu. Dann haben wir nämlich den Durchgang einfach bis nach hinten an die Wand gezogen. Und das ist dann Design. Ich dachte gerade, da wäre es offen. Das ist einfach nur Kohle. So. So ist schön. Ups, eins zu weit. So, guck mal, hier Durchgang und dann ist nämlich hier offen und dann machen wir hier... Also es werden ja eigentlich immer zwei. Wie wird das denn, nehmen wir hier? Zwei, zwei, hier. Nee. Wir machen hier und haben hier oben ein bisschen ein anderes Design. Mit jeweils immer nur einem zum Rand. Und zack. So. Gut, so. Guck mal hier. Jetzt haben wir nämlich keinen Stein. Kein Stein. Dann machen wir hier erstmal Cobblestone weiter. Das muss auch alles raus. Och. Die kann da drin bleiben, so. Ist jetzt einfach mal ein bisschen Fleißarbeit. Die muss ja auch mal gemacht werden. Oh, na gut, das hätte bleiben dürfen, aber wir machen hier einmal glatt. So, das ist unser Arbeitsbereich. Und genau 100, sehr schön. Ziehen wir hier erstmal Cobblestone in den Boden rein. So. Müssen wir gleich mal drüben gucken, dass wir ein bisschen Cobblestone noch brennen. Oh, da ist irgendwas gestorben. So. Ja, wir müssen auf jeden Fall Cobblestone brennen, sonst wird das nichts. Da gehen wir einmal schnell zurück. So. Kohle. Das ging! Mit Shift reinklicken, das ging! Da kriegen wir noch welche draus. Guck mal, hier haben wir noch hiervon.
So, und der, das bleibt über, okay. So, dann lassen wir hier mal den weiteren Kram vor sich hinbrennen und dann bauen wir hier eben kurz noch schnell zu Ende. So, schnell wieder rein hier. Zu. So. So. Guck mal hier oben, da leuchtet so ein bisschen vor sich hin. Jetzt wird es draußen gerade hell. Aber man sieht trotzdem alles, sehr schön. Und hier kommt auch zu. Da muss aufbleiben. Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir uns noch ein paar Gitter organisieren. Entweder haben wir noch welche in irgendeiner Kiste oder wir müssen schnell welche machen. So, hier ist zu. Guck mal, hier oben ist noch nicht zu. Machen wir auch eben schnell noch. Als wenn es gewollt wäre. Machen wir gleich mal irgendwie 16 davon. Oh. Ja, so halt, ne? So halt. Joa. Ich glaube, das ist schon okay so. So, machen wir hier nämlich eben noch zu. Machen wir die Wand hier eben noch fertig. Ich denke, das wollten wir hinkriegen. So, mit der Anzahl an Material, das wir jetzt noch zur Verfügung haben. Na komm, weil ja, großer Schätzmeister. So, guck mal, wir haben sogar noch was über. So, hier unten ist schön. Jetzt müssen wir hier natürlich irgendwie noch gucken, dass wir eine Trennung reinbringen. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Reihe hiervon. Ja. Und dann brauchen wir wir nehmen Slabs. Ist natürlich jetzt nicht ausgerichtet. Das heißt, wir müssen mal einen weiteren Schraubendreher uns organisieren. Haben wir zufälligerweise? Nein, wir haben zufälligerweise kein Eisen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal einen Schraubendreher von oben. Bei der Gelegenheit können wir gleich mal gucken nach Eisengittern. Das ist doch wunderbar, als wenn es gewollt wäre. Nein. Wo könnte man Eisengitter denn gut aufheben? Ich glaube, wir haben gar keine. Können wir auf jeden Fall hier was wegtun und wir können auf jeden Fall hier was wegtun und können das wegtun und können das wegtun und können das wegtun. Ja. Und dann. Ja, müssen wir mal eben rüber zum Holzfällerhaus und da dann mal eben gucken,
Sehr schön. Da dann mal eben gucken, dass wir uns ein bisschen Eisen aus der Kiste holen unten. Da haben wir ja noch ein bisschen. Hoffentlich. Ja, aber so viel Eisen ja auch nicht. Ne? Warum haben wir kein Eisen? Was zum... Wieso haben wir so wenig Eisen? Weil da kriegst du... Ja gut, du kriegst 16 draus. Das reicht. Okay. Aber wieso haben wir so wenig Eisen? Was soll das? Wieso haben wir so wenig... Brauchen wir so viel Eisen? So viel Eisen nutzen wir doch gar nicht, oder? So viel Eisen nutzen wir doch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wo sind unsere Stöcker hin? So. Natürlich, ne? Natürlich. ach verdammt, jetzt müssen wir natürlich nochmal wieder rüber. Jetzt habe ich nämlich die Slabs weggetan. Aber die Slabs, die brauchen wir, beziehungsweise brauchen wir die... ja, hier haben wir auch Slabs, das heißt... Doch, ich glaube... ja, wir nehmen Slabs. Außer wir haben zufälligerweise noch andere Dinge hier in der Kiste. Ne, wir haben wir nicht. Wir haben nur die Slabs. Zack, 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 zack. So. Nur so alt trifft neu hier unten. So. Machen wir hier nämlich schön. Oder machen wir da Treppen hin? Pass mal auf. Wir machen mal... So. Schade, man muss sie alle einzeln ausrichten. Na ja, gut. So. Und so. Und hier dann kommen Ecktreppen rein. Ecktreppen gingen... Ich habe keine Ahnung. Moment. Das war das einzige Rezept. Ist es das einzige Rezept? Na gut, dann ist es wohl so. Da brauchen wir zwei von. Und dann kann man nämlich die einfach alle wieder zurückbauen.
Und eine hier oben rein und eine hier oben rein. So. Das ist, glaube ich, tatsächlich sogar besser. Natürlich von hier ist es halt einfach ja, Technikwand. Und dann kommt eine Eisentür. Da kommt eine Eisentür. Aber vorher müssen wir natürlich gucken, dass wir... Ach ne, mit Cobblestone ging das, ne? Genau. So. Und von innen. Da wäre die und dann wäre hier nämlich hier und dann wäre hier nämlich die Tür. Ein Knopf finde ich von hier aus ne irgendwie geiler. kriegen wir den Knopf denn hier irgendwie rein? Guck mal hier, der Knopf. Wie geht ein Knopf? Ah, genau, mit Miesekon. Gut, da brauchen wir aber keine komplizierte Schaltung drunter. Das heißt, wir bauen da einfach einen Knopf von außen, verbinden den mit der Tür und haben von innen die Druckplatte und dann von innen kommst du so raus, rein, raus, je nachdem. Und von außen, na gut, da drückst du halt einmal auf den Knopf. Das heißt, wir nehmen mal Miesekon und machen uns auch welches. Die normalen hier reichen drei, ich glaube nicht. Sechs sollten aber reichen. Beziehungsweise fünf, weil wir ja den Knopf bauen. Ah, guck mal, kriegen wir sogar zwei von. Allerliebst. Eisentür. Problem, kein Eisen. Geh, ne? Tschüss. Jetzt weiß ich auch, wo unser Eisen ist. Oh Mann, ey. Das ist so scheiße, halt. Wieso ist das da? So. So. Na nu, warum haben wir so viele Eisen? Das ist so scheiße, Alter. Oh Mann, ey. Kurz hier die Tür. So. Ah, komm, Alter. Ach, ganz ehrlich. Und ich hab doch noch reingeguckt in die Kisten hier, oder? Ich hab doch da sogar reingeguckt. Bei der Gelegenheit, was immer ich mir dabei mal gedacht habe.
ohne Kommentar. Wäre wahrscheinlich schneller gegangen, kurz über das Herrenhaus zurückzuwarpen und dann da irgendwie Dinge zu tun. Naja, gut. Jo, Eisentür. Kommt rein. Genau. Jetzt ist natürlich, wir müssen den von unten powern. Machen wir das einfach so, oder was? Machen wir das einfach so? Reicht das schon? Nope. Da wird zu. Das bedeutet, wir müssen hier so ein Vertical. Brauchen wir drei für, ne? Ja. So. Und dann machen wir uns die wieder zurück. Genau. So, dann kommt nämlich hier wieder Cobblestone drüber. Zack, zack, zack. Darf ich rein? Danke. So ist fein. Der Knopf ist vielleicht ein bisschen groß. Da wäre es vielleicht geil, wenn es diesen Knopf auch ohne den Rand drumherum geben würde. Aber so ist, glaube ich. Warte. Salz und ein Eimer Milch. Alles klar. Jo. So, hier schön mit Struktur. Ist natürlich. Ups. Wenn man Owner von der Tür ist, ist das scheißegal, aber es ist halt irgendwie geiler. Ups. Mit dem Zielen beim Durchlaufen ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber die bleibt gerade lang genug auf, dass sich das noch lohnt, dass man da reingehen kann. Man könnte natürlich auf beiden Seiten den Schalter machen, also da und eben hier. Und dann könnte man die mit einem Lua-Controller wieder so zusammenbauen, dass wenn man drückt, dass die Tür aufbleibt. Ja, es gibt auch so einen Switch, aber der sieht hässlich aus. Ja, der würde das quasi genauso machen. Aber das ist okay. So. Von hier oben siehst du nichts. Außer dieses hässliche Ding hier. Aber das ist halt so. Oh, schön. Guck mal, wie hübsch das hier alles aussieht. Lalalala. Oh, darf ich hier rein? Ja, guck mal hier. So, ja, hier die Lampen hier oben. Das muss noch was anderes Mal machen. Hier das weiter hinten hin zum Turm, da müssen wir mal gucken, das können wir vielleicht auch von hier oben tatsächlich irgendwie machen. Und wir haben hier noch einen Button hier, warte mal, wir können ja hier mal. Ja, und wir können mal hier den Button dran machen, und können dann hier, und dann machen wir hier so, bam, oh, nee, geht nicht. Nee, das muss dahinter, ne? Irgendwie, das muss dahinter oder darunter oder so. Wir haben eh keine Gleise, mit denen wir das jetzt mal testen können. Das heißt, wir machen das ein anderes Mal. Aber wir können ja hier schon mal so abstandsmäßig. Machen wir das hier? Ich glaube, wir machen das hier, ne? Und drüben auf der anderen Seite. Und hier ist quasi dann so diese Bahngleise. Oder machen wir die hier drinnen, die Bahngleise? Lass mal noch eins runtergehen.
Das heißt, wir müssen das eigentlich alles nochmal rausreißen. Ja, also so, und dann machen wir hier oben irgendwie treppenmäßig. So, und hier die Bahngleise, so halb in der Wand drin, und dann fährt man dann eben hier quasi unten drunter durch. Ich glaube, das ist sogar geiler. Weil dann hast du trotzdem die ganze Fläche und du hast dann eben halt die Bahngleise. Da könnte man dann vielleicht auch irgendwie so als Design irgendwie Zaun davor machen oder sowas. Oder irgendwie so Glasabdeckung hier davor. Aber das kann man dann immer noch mal gucken. Genau, hier geht es zum Strom weiter. Haben wir ja ein bisschen was geschafft. Können eben noch mal gucken. Guck mal hier, das wächst nicht, das wächst nicht. Und ich gehe mal davon aus, die Pilze da hinten, die werden auch nicht wachsen. Da müsste noch ein Holz rein, aber nö. Diese Lücke, immer diese Lücke. So, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sind bei einer Stunde 12 mit ein bisschen Schneiden vielleicht. Na, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ne? Haut rein. Tschö.